Jordi, wenn du mit dem Brennholz fertig bist, hilfst du mir im Garten, ja? Ist gut. Hör mal, Julia, ich bin gleich wieder da, also sag Mutter nichts davon, verstanden? Sei still, Julia! Jordi! Ach, dieser Junge, was soll ich bloß mit ihm anfangen? Sie funktioniert. Ich hab's endlich geschafft. Warum hast du keine Babys? Inzwischen müsstest du eine große Familie haben. Hm? Hört sich an wie ein Waschbär. Meinst du, er ruft dich? Geh in deinen Stall, ja? Und die anderen auch. Los, beeilt euch! Geschmiert. Du warst das also. Habe ich mir doch gedacht, dass ein Waschbär keine so komischen Geräusche macht. Frederick, was ist denn mit deinem Adler passiert? Er lag heute Morgen tot in seinem Käfig. Man darf diese Tiere wohl nicht einsperren. Oh, wie traurig. Das tut mir aber leid. Du kannst ja auch mich hier einsperren. Dich einsperren? Klar, du brauchst mich bloß dreimal am Tag zu füttern. Ich kann dir sogar ein paar Kunststücke vorführen. Na gut, aber ich lass dich nicht nach Hause, auch wenn du Heimweh kriegst. Ne? Ich hab nichts dagegen. Dann brauche ich wenigstens kein Holz mehr zu hacken und all sowas. Ach, so ist das. Du hast dich mal wieder vor der Arbeit gedrückt. Hab ich recht, Jordi? Hör zu, wenn du mit mir in den Fluss kommst, dann zeige ich dir dort was ganz Tolles. Was denn? Eine Wassermühle. Du hast sie fertig? Mhm. Los, gehen wir. Wirst du auch keinen Ärger kriegen? Den werde ich sowieso kriegen. Also kann ich gleich wegbleiben. Los, mal sehen, wer schneller ist. Hey, warte auf mich. Weiter. Sieh mal. Oh, ein riesiges Bienennest. Ich kletter rauf. Das nehme ich mit nach Hause. Wir haben bald keinen Honig mehr. Ach ja, hab ganz vergessen, dass deine Mutter sogar ein Honig ist. Mann, von dem Ast hier oben sieht das Bienennest noch viel größer aus. Sieht aus, als ob die Bienen fort wären. Sei vorsichtig. Wackel jetzt nicht. Du sollst nicht so wackeln. Gleich hab ich es. Nur noch ein kleines Stück. Komm doch mal her. Hey, was machst du denn da unten? Oh, ich glaube, jetzt habe ich es.
Halt doch mal still! Ja, gleich. Was ist denn los? Was machst du denn? Rudi! Schlag nicht nach ihnen, du machst sie nur noch wütender. Au! Haut doch ab, ihr blöden Bienen! Au! Ich wollte dich ja warnen. Du hättest nicht nach den Bienen schlagen sollen. Die tun einem nämlich nichts, wenn man sie in Ruhe lässt. Ach, sei still. Was gibt's denn da zu lachen? Dein Gesicht. Entschuldige. Das wäre nie passiert, wenn du nicht so gewackelt hättest und ich das Gleichgewicht verloren hätte. Ich konnte nichts dafür. Dieses kleine Eichhörnchen war so niedlich. Siehst du? Ach, sieh doch mal, es mag dich auch. Wenn das wichtiger ist als ich, jetzt merke ich erst richtig, was für ein Freund du bist. Was für einer denn? Ein richtig feiges Huhn. Bin ich nicht. Hey, nimm das sofort zurück. Nein, ich nehme gar nichts zurück. Sieh dich doch nur an, du bist überhaupt nicht zerstochen. Und das beweist nur eins, dass du ein richtiger Feigling bist. Hilfe, Hilfe! Oh, ich hab Angst! Die furchtbaren Bienen sollen mich nicht stechen, das würde ja wehtun. Oh, bitte, 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 rette mich! Hilfe, Hilfe! Ich warne dich! Nimm das lieber sofort zurück! Was denn? Ich hab hier nur ein Feigling genannt. Wenn du nicht schon so zugerichtet wärst, würde ich dir ein blaues Auge hauen. Ach, wirklich? Versuch's doch! Ah! Jody, ich glaube, ich will nicht mehr mit dir spielen. Von jetzt an ist es aus mit unserer Freundschaft. Leb wohl. Na und? Du spielst ja sowieso lieber mit deinem Waschbären. Also dir wird sich nie im Leben ein Waschbär nähern. Oder ein Eichhörnchen oder ein Reh. Nicht mal eine Raupe. Ich jedenfalls spiele nicht mehr mit dir. Das soll mir nur recht sein. Hoffentlich hast du was daraus gelernt, Jody. Warum um alles in der Welt gehst du in ein Bienennest? Ich wette, er wollte seiner Mutter ein bisschen Honig mitbringen. Tja, Jody, Bienen sind nicht so leicht zu überlisten, weißt du? Sie brauchen den Honig zum Überleben. Wenn man ihn stehlen will, muss man sehr vorsichtig sein. So, Jody, hilf mir beim Tischdecken, ja? Mhm. Ach, Pa. Mhm. Was gibt's, Junge? Ich habe mich mit Frederick gestritten. Ach so, und jetzt willst du wohl nicht mehr mit ihm spielen. Mhm. Ist es so? Das ist mir egal. Komm mal her, erzähl mir, was passiert ist. Wir sind keine Freunde mehr. Was ist denn los mit Jody? Kein Grund zur Sorge, er wird bloß erwachsen, das ist alles. Hey, lass das! Nein, hör auf! Ich habe jetzt keine Zeit, um mit euch zu spielen. Ich bin doch kein Feigling, oder? Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich es Jody aber zeigen. Hm? Meister Pitts! Was zum Teufel geht denn hier vor? Was ist denn hier los, Ma? Das war der Bär. Das war's. Seht euch das mal an! Mit einem Schlag hat er das geschafft. Der hat Kräfte, was? Für einen Bär seiner Größe ist er verdammt schnell. Ja, und ein ziemlicher Feigling. Ja, du hast recht. Der benimmt sich ja wie wir Forrester-Brüder. Ich bin kein Feigling. Was hat er gesagt? Frederick, was machst du denn hier draußen?
Ich will Meister Petz jagen. Ich bin kein Feigling, ich hab keine Angst. Ich kriege Meister Petz, also nennt mich nicht feige. Also, jetzt wirst du uns mal zuhören, Kleiner. Seht ihr euch an. Geh lieber spielen. Ja. Hey, lass mich runter! Bring ihn rauf in sein Zimmer! Lass mich los, ich will Meister Petz jagen! Ich bin kein Feigling, bitte! Gute Nacht, Kleiner. Freuen wir uns schon mal von der Bärenjagd. Jody, bist du noch wach? Nein, ich schlafe. Ist es das erste Mal, dass du dich mit Frederick gestritten hast? Du erzählst es doch nicht, Mutter. Sich ab und zu streiten ist nicht so schlimm, aber deswegen eine so lange Freundschaft zu beenden? Ich hab's dir schon gesagt. Wir sind keine Freunde mehr. Ach ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Gute Nacht.